Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play The Last of Us 2. In der letzten Folge sind wir hier in einen Hinterhalt geraten und sind jetzt gerade in der Grundschule. Oh. Den haben wir sogar bekommen. Tschüss. Let's go. Warte mal. Ja, wie wir schon angekündigt hatten, wir werden uns wiedersehen. Ich würde sagen, wir hatten recht. Gut, ja, ich mach mir, ich stress mich hier gerade nicht. Denn ich möchte hier erstmal in aller Ruhe das ganze Zeug einsammeln. Und ja, eigentlich wollte ich heute nicht aufnehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es einfach so spannend in der letzten Folge. Ich musste heute weiter aufnehmen. Das ging nicht anders. Wo? Oh fuck. Mann, was eine Frechheit. Ich habe doch gerade abgedrückt. Aber ich wusste auch nicht, dass die auch von der Seite kommen können. Moment, jetzt muss ich erstmal was trinken, bevor wir hier fortfahren. Irgendwo ist aber noch einer. Aha. So. Hier wird's jetzt schwierig. Ja. Do you recognize any of these guys? No. Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall sind wir hier anscheinend gerade in der Grundschule. Ich nehme jetzt gerade erstmal die Waffe, weil die so ein bisschen entfernungstauglicher ist. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Hoffe mal für die Typen, dass hier jetzt gerade nicht noch mehr kommen. Puh, es ist einfach so fucking spannend. Also ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat mich, also es catcht mich im Moment tatsächlich so wie kein anderes. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich hatte lange nicht mehr diesen Spannungsbogen. Ich muss sagen, bei The Last of Us 1 hatte ich auch immer Bock aufzunehmen. Da war ich nicht einmal so richtig krass annoyed, glaube ich, sodass ich mir dachte, nee, kein Bock mehr. Bei Tomb Raider kommt das tatsächlich regelmäßig vor. Aber das liegt halt einfach am Spiel. Klingt immer so böse, aber das Spiel ist halt einfach... Das ist halt einfach so gemacht, dass es einen manchmal zu Weißglut bringt. Und gerade mit der alten Steuerung und so. Und hier, gut, ich spiele hier sogar mit dem Controller, obwohl ich Controller-Steuerung hasse. Und trotzdem ist es einfach nur total spannend. Und ich habe die ganze Zeit Bock aufzunehmen. Ja. Ich denke, das wird noch gut. Hier ist auch noch jemand. Sorry.
Ich glaube, da hat uns jemand gesehen. Danke. I'm on it. All right, be careful. Die sind nicht nah genug. Looks clear to me. Ist dem so? Bist du dir da sicher? Oh damn. Fuck, there's a lot of them. I told you. Mann, wenn die wenigstens alle ein bisschen mehr Ammo droppen würden, da würd's mir schon irgendwie besser gehen. Wow, einen Schuss, davon werde ich aber echt lange überleben können. Ja, ich werde mich hier natürlich erstmal in Ruhe zu Ende umschauen. Bisschen Munition, Dankeschön. Die habe ich auch tatsächlich sehr, sehr dringend gebraucht. Eigentlich war mein Plan, die irgendwie so ein bisschen zusammenzuführen, indem ich da eine Flasche hinwerfe und dann halt Molotow zu werfen. Ein Molly. Hat nicht geklappt. Enttäuschend. Hier können wir noch einmal nachladen. Ich nehme hier echt mit, was geht. Allerdings weiß ich gerade nicht, ob ich alle, ja, der hat vorhin halt die Leichen entdeckt, ne, und ist dann halt ausgerastet. Das hatte ich mir eigentlich aber auch schon so grob gedacht. Hier können wir auch noch einmal nachladen. Ja, ich bräuchte halt die Munition, das wäre halt viel interessanter. Beziehungsweise auch, es würde mir ein bisschen mehr helfen. Allerdings werde ich da, glaube ich, verzichten müssen. Aber natürlich schaue ich mich hier wieder ganz genau um. So wie man das kennt. Puh, läuft die Aufnahme? Ja, zum Glück. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich gerade eben am Anfang der Folge einen Synchro-Test gemacht habe. Wenn nicht, dann wäre das echt ungünstig. Muss ich direkt nach der Folge hier machen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hier können wir noch einmal nachladen. Und ansonsten hätte ich auch langsam gerne wieder, genau. Drei Schuss sind drei Schuss, die nehme ich mit. Und jetzt hoffe ich, dass das alles war. Wir können auch irgendwas herstellen. Die Sache ist, ich würde das noch für den Moment wenigstens lassen. Wir haben 162 Pillen, what the fuck? Okay, dann machen wir mal. So, das müssen wir so nacheinander machen. Okay. Da fehlen uns, da bräuchten wir 60, okay. Hm.
Moment, was ist das? Foto von Lea. Jordan Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. Ich war mir eben auch nicht ganz sicher. Auf die eine, als beim zweiten Mal halt welche kamen, wurde irgendwie direkt so ein bisschen das Augenmerk gelegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine war von denen, die wir halt eben kannten. Oder halt nicht. Also ob das eine von... Ja, von dem Punkt war, wo es passiert ist. Und ich merke gerade, mein Timer ist ausgegangen. Mist, ich habe diesen komischen Batteriesparmodus an. Dann geht immer das Handy aus, voll der Mist. Moment, ich mache das mal eben kurz aus. So, aus damit. Und der Timer an. Dankeschön. So, dann weiß ich jetzt wieder, wie lang die Folge ist. Auf geht's. Da kommen jetzt safe noch mehr. Lol. Danke. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass wir die nicht unbedingt kennen müssen. Wo sind sie? You'd better start running. Got you now. Let's not find out. Die sind halt echt nervig, die Typen. Und die geben echt nicht viel Munition ab. Langsam würde mich auch echt interessieren, wo Tommy ist. Den einen Schuss habe ich aber auch voll daneben gesetzt. Ich weiß nicht, hat sich noch um irgendjemanden hier gekümmert? So, da liegt doch sogar eine Waffe, als ob der da keine Munition mehr drin hat. Frechheit. Ist das hier der Ort? Von vorhin? Ich bin mir gar nicht so sicher. Könnte irgendwo hier sein, muss aber nicht. Ja, von da aus könnte sie den Absturz geschoben haben. So, hab noch kurz was getrunken. Ich muss halt auch echt sagen, gerade so die Temperatur, da dachte ich mir im Moment, also es ist im Moment halt echt fucking heiß draußen. Und ich dachte anfangs so, die Temperatur wird auf jeden Fall mindestens ein kleines bisschen abfacken, aber ich muss tatsächlich sagen, echt wirklich null bisher. Also das geht alles noch echt fit. Tötet ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück. Bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Das
Das hat ja jetzt super geklappt. Vorräte gibt es ja auf jeden Fall zwischendurch noch. Und die nehme ich natürlich gerne alle mit. Fuck. What about this? Warum werfen die da nicht direkt einen Molotow drauf? Come on. We gotta get away from this school. Now. There has to be a way down to the street somewhere. Vielleicht durch dieses Wohnhaus. Ich muss halt echt sagen, da kommen wieder die Silent Hill Flashbacks des Todes auf. Gerade so mit so Wohnhäusern und so. Ja, wir machen mal einen zweiten, einfach weil hier gerade irgendwie irgendwas rumliegt. Was ist das? Okay, es wäre einfach nur irgendein... Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ach so, ist eine normale Flasche. Ja gut, dann machen wir hier so ein Ding. We need to get to the street. Ist auf jeden Fall gerade recht spannend. Ich muss aber sagen, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wieso die jetzt von hier so direkt verschwinden wollen. An sich wäre es doch sinnvoller, sich direkt hier um alle zu kümmern, um so viele zu kümmern, wie es geht. Irgendwie so fallen oder so, damit man die überhaupt los wird. Oh, wieder eine PlayStation 3. Och nö. Immer wenn es solche Türen gibt, passiert dahinter irgendwas. Das ist jedes Mal so. Ich habe keine Lust, ich sag's euch jetzt schon. Und wie? Hä? Ach so, hier. Okay, hier können wir noch weitermachen. Ja, bitte. Schnellere Fertigung. Rauchbomben. Ja, ich möchte aber nicht so gern Rauchbomben haben, muss ich sagen. Moment, ich guck noch einmal kurz. Ah. Aber dafür fehlen uns Klingen und so ein Kram. Okay. Herstellen möchte ich gerade allerdings nichts. Und hier sind dann die Karten drin, okay. Gut. Ist noch alles ein bisschen kompliziert, aber ich denke, da gewöhnt man sich dran. Ich möchte nicht. Alright, coast looks clear. Yeah. I
think we're good. All right, check this out. She's one of them. Mm. Well, fuck her then. Read the letter. Jordan, Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? We gotta find out, right? So, it's by all these tall buildings. That way. Okay. Let's go get Leah. Naja, immerhin dieses Mal nicht wieder das reinste Desaster in der Cutscene. Ist das ein Product Placement? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt wieder nicht, ob ich unbedingt mitten in die Stadt rein will. You good? Yeah. I thought I was fucked back there. Thanks for the save, by the way. Of course. So, those are the wolves. They're really armed. Yeah, they are. Do you think there were gonna be this many of them? Tommy said this was a possibility. Does that change anything for you? No. Keep an eye out for patrols. There were a bunch trying to smoke me out around here. How many? I passed two, but I got a feeling there were more. And once they realize we're out of the school... And that we killed their fucking friends. They'll be out in force looking for us. I can't believe they just attacked like that. These people are not like us. What if we'd been refugees? What if we, I don't know, had intel they needed? It doesn't seem like they care about that. Ja, so sieht's aus. Was ich noch eben sagen wollte, vielleicht, also jetzt ist mir eben auch erst aufgefallen, von welchen Kannibalen hier geredet wurde. Das waren ja die, wo Ellie das mal halt so richtig ausgerastet ist mit der Machete und so, mit diesem Typen, der sie verfolgt hat. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall wieder, wer gemeint ist. Und ja, die könnten es halt auch echt gewesen sein, damals im Winterkapitel. Da sind wir auch mit einem ziemlich großen Knall gegangen. Allerdings wurden wir halt wirklich über den ganzen Trip von so vielen Leuten verfolgt. Da ist es halt echt schwierig zu sagen. Why didn't they kill you and Tommy when they had the chance? I don't know. It seems reckless. Maybe they're dumb. Maybe. Genau das habe ich mich tatsächlich halt auch schon gefragt. Could be that you just weren't who they were looking for. So they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish it? It doesn't matter. They fucked up. They did. Ja, und wir sind jetzt hinterher. What was the name of the girl in the note? The one in the TV station? Leah. Was she the one... Was she the one with the braid? No. The only thing I remember about her was the sound of her crying over that sadistic fuck's face when I sliced him open. I wonder if there's anything left in these buildings. There's always something left behind. Das stimmt wohl. So... How do you want to handle her?
Leah, I mean. Find out what she knows. Find out where the others are. Go from there. You gonna ask her why they did it? Yeah. Hm. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ups, ich habe aus Versehen gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe immer, das hört man nicht allzu sehr. Jogging memories of stuff Joel said about his past. Nothing new. What are the chances he did stuff that you don't know about? High. He wasn't, wasn't very big on sharing. I wonder what Tommy's making of all this. You probably know more about all the people Joel crossed. Hmm. Ja, ich denke leider immer noch, also das ist immer noch so die naheliegendste Vermutung, dass das halt so ehemalige Fireflies waren, die halt jetzt ziemlich mad sind. Denn es ist ja halt einfach so, wir haben da niemanden so wirklich, also kaum jemanden überleben lassen, ne? Vielleicht wollte sie Rache für das Ganze. Ich habe irgendwie trotzdem so langsam das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, dass das gerade echt schwierig zu erklären. Ich habe das Gefühl, dass es sich halt eben um ehemalige Fireflies handelt. Hä? Wo? Lol. Got him? Yeah. Shit. Oh, my heart's racing. Same. Ja, ich bin gerade immer noch so ein bisschen dabei, mich hier. Und wie viel. Man sieht nicht, wie viel unsere normale Waffe hat. Das, oh, okay, da unten sieht man es auch nicht. Moment, ich nehme nochmal kurz. Wir haben noch 4. Es sieht so aus, als wären es noch 4. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie lange ich diesen Satz jetzt schon gestreckt habe. Ich habe das Gefühl, dass es sich hierbei. Also, ich denke, wenn es ehemalige Fireflies sind, wird noch die Wahrheit bezüglich der ganzen Sache aus dem ersten Teil rauskommen. Es wurde ja auch am Anfang darüber geredet zwischen Joel und Tommy. Ich habe sehr, 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 sehr stark das Gefühl, dass das irgendwas noch aufmischen wird. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keines Gas, die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir töten gerade durch den Lebensmittelladen, als wir von diesen Runnern überrascht wurden. Ihr Bruder soll es wissen, damit er mir leid tut. Also, ihr Bruder soll wissen, dass er mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sag meiner Mutter, dass ich es liebe. Chevy. Waren wahrscheinlich die beiden, die dort liegen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Person, die hier liegt, das sieht eher aus wie einer von denen, von diesen Wolf-Typen. Und die wurde vielleicht von dem überrascht. I don't know. So, jetzt kamen wir eben von hier, dann gehen wir nochmal in die Richtung. Aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall durch dieses Motel gehen. Puh. Ich
denke aber echt, das liegt am Nas. Es liegt am nächsten. Ich weiß es nicht. Am nahesten? Am nächsten? Ich weiß es nicht. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Seattle traded one shitty ruler for another. How old do you think this is? At least a few years. They probably put it up right after everything went down with the military. It must have been scary for all these people. First the outbreak, then Fedra, then the wolves. I wonder how many stuck around and joined these WLF fuckers. Good question. Gut, aber an der Stelle würde ich dann auch die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ja, was uns in diesem Motel erwartet. Ich bin sehr gespannt. Gut, über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich auch wie immer sehr und bis zur nächsten Folge.